Ja. Hola. Hallo. 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 Lea, wie war dein Date? So lange habe ich noch telefoniert. You are so beautiful. Hat er dir nicht gesungen? Kannst du den nicht ausdenken? Hat er dir nicht gesungen? Habt ihr gerade versucht, die beiden Leute da hochzunehmen? Nee, wieso? Weil die versucht gerade hochgenommen wurden. Nö. Ja. Okay. Kurz. 3:45. Zum Wesentlichen. Aus welchem Grund waren die bei euch? Also, der ist zu uns gekommen, der Roberts mit einem Leo Rosen. Leo Rosen. Der war damals schon involviert in dieses ganze Thompson-Ding. Okay. Und es gibt noch einen Fion. Herberg. Der ist uns bekannt, ja. Jakobson. Ja. So, und die, also der Herr Robertson war anscheinend am Sonntag in Palito Bay, wurde da von einem Audi S3 angehalten und oben an der Tankstelle hinter die Tankstelle gezogen und da wurde ihm eine Pistole ins Gesicht gehalten, einen Brief übergeben und er wurde zu euch gefahren, wo er dann diesen Brief eingeworfen hat. End of story. Er muss das machen, ansonsten werden seine Buddies abgeknallt. Mhm. Am Dienstag hat ihn dann ein schwarzer Bentley auf der Route 68 höhere Radarschüssel angehalten. Okay, warte mal, stopp. Ich muss ein paar Zwischenfragen stellen. Das heißt, er hat gesagt, dass er den Brief eingeworfen hat, korrekt? Richtig, ja. Unter Androhung seines Todes und des Todes seiner Freunde. Ja, dann hat er bei mir schon mal gelogen, okay? Ja, am Dienstag wurde er auf der Route 68 höhere Radarschüssel von einem schwarzen Bentley angehalten. Das war wieder der Typ, hat ihm wieder eine Knarre ins Gesicht gehalten. Er hatte, habe ich vergessen, vorne nur schwarze Klamotten an und eine Clownsmaske auf. Und hatte einen schwarzen Bentley. Er hat einen schwarzen Bentley. Kann auch nicht sein, es gibt keinen weiteren schwarzen Bentley, okay? Ja, das ist alles Bullshit. Und er hat ihn wieder bedroht, er sollte einen zweiten Brief einwerfen, hat den Brief bekommen, sollte aber diesmal seine Anschrift entfernen. Hat das wieder gemacht. Dann wurde er gestern... Darf ich kurz dazwischenfunken? Ja, klar. Ryan, die Securities haben dir erzählt, dass dein Bentley geklaut wurde vor ein paar Tagen. Ja, okay, stimmt. Ja, okay, weiter. Und dann wurde er gestern nochmal von zwei Buggies und einem Heli verfolgt. So. Das ist das im Endeffekt, was der uns jetzt erzählt hat. Ich habe ihm gesagt, er soll, wenn er irgendwas sein sollte, soll der einen Dispatch-Sender reiten, wir da mit allem, was wir hin. Wir würden ihm auch eine Liste schreiben. Obviously haben wir das nicht gemacht. Aber der wurde anscheinend, der ist 2 Sekunden aus dem PD raus und wurde schon irgendwie von 2 Leuten hops genommen. Ja, das war ich. Ich erzähle euch was. Als ich den befragt habe, weil der Dulli ja so dumm gewesen ist und seinen Namen auf dem Brief hat stehen lassen. Als ich den befragt habe, konnte der augenscheinlich mit dem Thompson überhaupt nichts anfangen. Das Ganze ging so weiter, dass er sagte, dass der also halt quasi Thompson überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das Einzige, wo er halt mal mit dem zu tun hat und wo er mit ihm befreundet war, war irgendwie gefühlt 150 Jahre vorher. Als der er mit dem. Warte mal kurz. Roberts, definieren Sie erste Schwierigkeit. Er hat gesagt direkt, wie wir es abgesprochen haben. Konnten Sie sich ein Kennzeichen merken? Sie haben wieder einen Camacho hinter Ihnen. Okay, wo sind Sie denn gerade? Okay, dann tun Sie mir mal einen Gefallen. Fahren Sie mal hoch nach Palito Bay und schauen Sie mal, ob der eventuell irgendwo abfährt, der Camacho. Super, ich danke Ihnen. Verfolgt ihr den? Schätzungsweise. Könnt ihr den sagen, dass ihr das mal kurz lassen sollen? Ansonsten haben wir gleich 25 Dispatches. Der schreibt gerade die ganze Zeit Dispatches, oder was? Nee, aber, also... Jetzt ruft er den Chef an. Down? Wenn er es macht, dann kommen ja auch irgendwann die Kollegen so. Ja. Habt ihr einen schwarzen Camacho hinter dem? Ja. Ja, das wissen die Cops auch. Okay, wir fahren weg. Idiot. Wie kann man denn so dämlich sein, den Typen zu packen, der aus dem Präsidium spaziert? Meine Fresse. Keine Ahnung, ist eigentlich die Grundkurs, ja. Für Leute, die sowas machen, habe ich gehört. Ja, was? Fahrt nicht weg, entführt den nur nicht. Ich will jeden Schritt von dem wissen. Ich will wissen, wo der ist, wo der pisst, wo der ist, wo der alles. Egal was, ich will alles wissen. Wir sollen den nicht mehr hops nehmen. Mein Gott. So. Dieser Typ hat uns in einer Sache definitiv angelogen. Und zwar ist es so, dass er definitiv etwas weiß über den Thompson. Denn er hat sich ausgiebig versucht, beispielsweise bei der Sekte, so Aussage Barnabas und die anderen Sektenvögel, nach seinem verschollenen Freund Thompson zu erkundigen. Und wenn ich gerade einen Tag wieder im Start bin, nachdem ich Monate nicht da gewesen bin, und ich suche meinen verschollenen Freund Thompson, ich suche nicht nach meinem verschollenen Freund Thompson bei irgendwelchen Sektenvögeln auf einem Berg, wenn ich gerade einen Tag wieder da bin und jemanden versuche anzurufen und der gerade nicht ans Telefon geht. Also gehe ich davon aus, dass der vielleicht noch schläft, später kommt, heute einfach mal nicht aus dem Haus kommt oder. Wenn ich mich allerdings aktiv auf die Suche nach meinem verschollenen Freund Thompson mache, von dem ich doch mit dem ich angeblich doch gar keine Berührungspunkte mehr habe, stimmt was nicht. Bullshit. Und dann die Geschichte,
dass er des Weiteren, und zwar dieser, nennen wir es Befragung, erzählt hat, dass er mit dem Brief gar nichts zu tun hat, er gar nicht weiß, wer ich bin und so weiter. Er jetzt kommt und aussagt, dass er den Brief eingeworfen hat, ist auch kompletter Bullshit. Weil auch da hat er gelogen. Ja. Der Typ lügt in einer Tour. Ja, die Scheiße, die er da erzählt hat, die hat sich auch nicht vollsinnig angehört. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Ihr sagt uns gleich, wo er ist, wir packen ihn ein und dann finden wir eine Lösung für das Problem. Ich würde es nicht so gern so übers Knie brechen. Ja, ich finde es auch nicht schwierig. Also, ja, ich glaube auch, aber ich würde es nicht, wir machen jetzt das und das und hier und da und schnell und schnell. Das hat gerade schon nicht gut funktioniert. Was ist denn tatsächlich mit der Überlegung zu sagen, oh Gott, ich schlag euch gerade wirklich was vor. Ihr sperrt ihn weg, so dass er da die nächsten paar Tage nicht raus kann. Kommen dann keine Briefe mehr, ist klar, er ist es. Und wir können ihm sagen, pass auf, es ist für uns so offensichtlich, du bist es, kommt noch ein Brief, dann bist du weg vom Fenster. Bisher konnte er sich so ein bisschen rausreden, so ein bisschen so tun, als ob es nicht gewesen wäre. Dann können wir mir mal sagen, wir wissen es, da führt kein Weg dran vorbei. Kommt noch mal so ein Ding, ist deine letzte Chance jetzt. Das Ding ist, Lea, dass du ihm damit natürlich noch die Möglichkeit für einen gezielten Gegenschlag gibst, ja? Er weiß, er ist ertappt, er weiß, er ist am Arsch, das heißt, er kann noch einmal seine Chance nutzen und irgendjemanden vielleicht noch mitreißen, ja? Weil dann hat er die Pistole auf der Brust und weiß halt, er kann sowieso nichts machen und dementsprechend vielleicht versucht er dann noch so viel Schaden wie möglich anzurichten, bevor er selber geht. Aber solange noch diese winzig eigentlich nicht vorhandene Chance besteht, dass er einfach ein Idiot ist und tatsächlich okay, nicht gelogen so hat und ihm hat... Wie? Ja. Wer bist du und was hast du mit meinem Ryan gemacht? Lea, es ist mir egal, welche Lösung wir am Ende nehmen. Fakt ist, ich will ihm die Gelegenheit geben, uns alle umzubringen. Nehmen, uns alle umzubringen, nicht die Gelegenheit geben. Die Gelegenheit hat er gerade. So, ja, wir kümmern uns darum, dass dem Jake nichts... Also. Am besten fahren wir auch mit, sonst wird das nachher wieder... Ja, bitte. Dieses, sonst schießen die nachher auf... Ja, euch. Feuer eröffnen hat mir... Ja, sieh, ich kümmere mich darum, ich fahre da gleich mit dir. Okay, dann machen wir uns zum Krankenhaus, ich hole den Wagen schnell und dann fliegen wir los. Ich sag euch Bescheid, ja, wenn wir losfahren, okay? Fliegen. Alles klar. Alles klar. Gott, ey. 08 für die 44, komm. Hey. Dir ist klar, was läuft, oder? Hast du mein SMS gelesen? Nee. Wenn wir den haben, töten wir den gleich. Na klar. Ja, dann, auf geht's. Okay, komm. Dann, wir schon mal Richtung Palito. Von wem ist der Hubschrauber? Achso, doch, die Jungs haben gesagt, die haben einen Heli drüber. Das ist doch FIB-Hubschrauber, oder nicht? Das? Ja. Nee. Nee. Nee, nee. Nee. Okay, macht auf jeden Fall alle das Handy aus. Hallo. Hallo. Hola. Wo ist die Nahrung? Die Nahrung müsste gerade in dem Hubschrauber gewesen sein. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hola. Hallo. Tag. Hören Sie sich doch mal um, wenn einer mit Ihnen redet. Entschuldigung. Mit wem haben wir das Vergnügen? Marvin Roberts. Leo Rawson. Aha. Schön, Sie wiederzusehen, Herr Roberts. Wenn wir uns... Ihnen wurden drei Finger angenäht, oder? Ja, richtig. War ich. Also nicht der, der Sie angenäht hat. Ich war der, der Sie abgeschnitten hat. Ihre Kniescheibe wurde auch nochmal neu gemacht, oder? Richtig. Ja, das war ich auch. Also nicht der, der sie neu gemacht hat, sondern der, der sie zerstört hat. Mit einer 50er Kaliber. Oh, das tat sicherlich weh, oder? Schon, ja. Herr Robert, wie geht's Ihrem Freund Thompson? Ja. Tot, ne? Warum geht's hier? Tot. Wer sagt das? Ja, wir haben die Urne. Was? Die Urne? Ja. Ha? Von wem hast du die denn bekommen? Der eingrätschen durfte. Ich hab mich drum gekümmert, dass ich die bekomme. Das ist Leo Scream auf Twitter. Einer der Herren, dem Herrn William Thompson gedankt hat. Mhm. Das ist so richtig, ja. Aus welchem Grund hat er Ihnen gedankt? Bis zum... waren halt damals Freunde gewesen. Ja gut, dann mal mitkommen. Wir gehen mal rein in die gute Stube hier. Sie ist ein bisschen kalt hier draußen. Ich war so frei, den Heli mal wegzubringen, ne? Ja, danke. Herr Robert. Ja? Wir haben auch Freunde oben bei der... bei dem Sektenhügel. Heißt Freunde. Ich meine, die Neo, die war sehr gut mit William befreundet. Lass hier bleiben einfach. Ja. Stell doch mal hier an die Garagentore. Gut. Herr Roberts.
Ja, sie kennen ja schon mal die Geschichte, die ich den Cops erzählt habe. Das und entspricht schon der Wahrheit. So grinst, ne? Ja, und da ist dieses Grinsen schon wieder. Sieh, das entspricht der Wahrheit. Da wurde es gezwungen, ja, diesen Brief zu schreiben. Ist das richtig? Weil der Typ zu mir gesagt hat, sonst tötet er meine beiden Freunde. Deswegen habe ich auch gelogen. Das ist kein Problem, wir töten einfach ihre beiden Freunde selber. Aber den Cops sagst du das, aber Ryan sagst du das nicht, während ihr dir drei Finger abschneidet und dir in die Kniescheibe schießt? Weil ich eben Angst hatte und nicht wusste, was ich tun soll in dem so Moment, logischerweise. Wenn man von zwei Parteien bedroht wird, was soll man denn machen? Herr, dann geht man zu den Cops. Wie ist der Name von dem anderen? Bio. Stell dich mal ein Stück nach links. Nicht an den Rand! Von dem weg, du Vogel! Weißt du, in welchem Ort wir gerade sind, Roberts? Nein, tatsächlich nicht. Wir sind an einem Schlachthaus. Und weißt du, was hier hergestellt wird? Ja, dementsprechend Hackfleisch. Hackfleisch, richtig. Wenn wir mit dir fertig sind, werden wir dich nehmen und werden dich in den Häcksler schmeißen. Und ganz viel anderes tierisches Hackfleisch wird am Ende oben drauf kommen. Das heißt, du wirst zumindest immer unter den Menschen bleiben. Sieh, am Ende wirst du zwar ausgeschissen, aber das sollte dir ja auch bekannt sein. Scheiße, sag ich schon. Ich hab's dir beim letzten Mal gesagt, Roberts. Ich hab dir eine Warnung gegeben und ich hab dich leben lassen. Du lernst nicht, du bist ein verfickter Psychopath, der mit deinem verfickten Psychopathenfreund irgendwelche Leute töten wollte. Und anstatt, dass du... Was sind sie dann? Und anstatt, dass du... Was ich dann bin. Hey, der Psychopath in der Truppe hier steht immer noch hier, ne? Ich bin derjenige, der euch das Licht ausknipst. Und deine Freunde werde ich mir auch noch nehmen. Jeden einzelnen. Das sind sie hier eher der Psycho, meiner Meinung nach. Weil sie töten ja scheinbar mehr Menschen. Wir entsorgen nur den Müll. Korrekt. Hast du letzte Worte? Du siehst nicht. Kurze Frage. Darf ich dem vorher noch einen Finger abschneiden? Raffi Nein. war echt enttäuscht, dass ich ihm keinen mitgebracht habe. Kannst ihn gleich einen Bitte, abschneiden. Bitte, tun Sie es nicht. Hast du letzte Worte, Roberts? Nein! Stopp! Seid elendige Bastarde. Kabum. So, dann zum nächsten. Hallo. Gut, Herr Rawson. Ihr Freund wird gleich abgeholt. Und wird in den Häcksler geschmissen. Jungs, den Ersten in den Häcksler. Tun Sie das nicht. Die Frage ist, was machen wir mit Ihnen? Wollen Sie einen Burger werden oder eher eine Frikadelle, Herr Rawson? Ich keins von beiden. Dann gebe ich Ihnen die gleiche Gelegenheit. Aus Fairness. Wie Ihrem Kollegen Roberts, der die Gelegenheit hatte, am Leben zu bleiben. Aber leider ist er dumm. Lassen Sie sich den Tag hier eine Warnung sein. Und wir haben unsere Augen und Ohren überall. Guck, hier kommt das Gusseisen.